Und damit begrüße ich euch erneut zur Mini-Food-Show. Heute wieder mit einem Schmoothie, weil die müssen. Schmoothies sind nun mal nicht so lange haltbar, die müssen weg. Also muss ich die ein wenig vorziehen. Ich muss mir ein bisschen was aus dem Weg räumen. Ignoriert das. Ja, und heute haben wir eben von Novel Drink mal wieder, den zweiten aus der Reihe, ein Smoothie mit einer sehr interessanten Zutat, denn wir haben die Aronia-Beere, die Apfelbeere. Und ein Aronia-Smoothie. Aronia ist eine Pflanze, die so in den letzten, ja, sagen wir mal, etwa 5 Jahren wirklich Aufmerksamkeit bekommen hat in Deutschland, wobei sie vorher eigentlich wirklich relativ unbekannt war. Die Aronia-Beere ist gerade in Russland und in Polen als Heilbeere bekannt und wird dort eben halt eben aufgrund, jetzt muss ich wieder kurz gucken, Flavonoid, Folsäure, Vitamin K, Vitamin C, das ist alles sehr viel da drin und das ist eben alles sehr gesund und dementsprechend, wie gesagt, in Polen und in Russland ist das Zeug eben als Heilpflanze anerkannt und wird dort viel genutzt. In Deutschland erst in den letzten Jahren. Und wir haben halt eben einen Smoothie daraus. Noch ein paar Worte zur Apfelbeere. Die Apfelbeere, auch wenn sie Apfelbeere heißt, hat nichts mit dem Apfel zu tun, ist eine Rosengewächs. Ist also eher mit der Rose verwandt als mit einem Apfel. Damit wir die kurze botanische Einordnung auch noch erledigt haben, damit ihr hier auch noch was lernt. Ich sehe ja nicht dumm aus dem Video rausgehen. Ja, Novel Drink findet ihr natürlich in der Infobox. Ich halte es nochmal ein bisschen schön in die Kamera. Sind ja recht simpel gestaltet, die Covers, aber das spricht natürlich auch etwas oder sagt etwas über das Getränk, was wir haben, aus. Nämlich, wir haben wirklich nur Saft, wir haben, oder Fruchtanteil, 100%, keine Zusatzstoffe, nichts weiter, kennen wir schon. 40% Aroniasaft, 20 Bananenpüree, 20 Apfel, 20 Birnenpüree. Also 20 Apfelsaft, kein Püree. So. Also vom Geruch her kommt am meisten fast schon der Apfel und Banane am meisten durch. Geschmacklich aber dann auch durchaus die Aroniabeere. Also. Die steht im ersten Moment auf jeden Fall im Vordergrund. Mit so einer leichten Bitterheit, die nicht unangenehm ist. Aber man muss natürlich bitter mögen. Dann kommt die Banane sehr stark. Und so im Abgang kommt dann die Birne. Der Apfel ist eigentlich nur noch so ein Abrunder, der insgesamt so das Ganze ein bisschen umschließt und ein bisschen runder macht. Aber ich muss meine Kamera gerade rücken, das ist ja furchtbar hier. Insgesamt eben nicht wirklich im Vordergrund steht der Apfel. Der Apfel ist wirklich eigentlich nur da zum Abrunden. Und Hauptbestandteil ist eben die Aronia-Beere und die merkt man. Also es ist kein sehr süßer Smoothie. Es gibt ja Leute, die süßen Smoothies bevorzugen. Das ist aber ja auch nicht der Zweck der Sache, dass ein Smoothie süß ist, sondern im Prinzip sollen die ja gesund sein. Und aber dabei halt auch relativ gut schmecken. Und das tut er hier. Er ist ungewöhnlich, weil, wie gesagt, die Apfelbeere ist auch etwas, was wir als Europäer irgendwie, oder zumindest als Deutsche, eben lange ignoriert haben. Kommt ja auch aus Nordamerika, glaube ich, ja. Ich glaube, im Osten von Nordamerika kommt das Zeug her. Und ja, es ist auf jeden Fall, es ist eine Frucht, die wenig Beachtung findet und das da eigentlich deutlich mehr verdient hat. Aber irgendwie, so ganz mein Ding ist es nicht, das gebe ich offen zu. Aber es ist ein sehr rundes Ding und es ist ein sehr, ich glaube, die komplementieren sich sehr gut, die Inhaltsstoffe, die wir hier drin haben, die Apfelbeere, Banane, Apfelbirne. Das war sehr schnell. und damit ist das kein schlechter Drink. Er ist auf jeden Fall gesünder als die meisten anderen Smoothies, die wir haben. Geschmacklich halt nicht ganz mein Ding, weil ich auch nicht so der bittere Fan bin. Aber das ist hier auch nicht so tragisch, dass man das ganz furchtbar findet, wenn man bitter nicht mag, sondern das ist halt, es ist da, aber es stört auch ein bisschen, wenn man es gar nicht mag, aber es ist nicht so dominant, dass man nichts anderes hat als bitter. Und das macht den Drink dann auch wieder massentauglicher, wenn man so will. Und ich gebe dem, das ist zwar auch durch meine persönliche Präferenz beeinflusst, das ist aber immer so der Fall. Es geht einfach nicht anders. Wer sagt, der gibt eine objektive Meinung, er blüht. Und gibt dem Ganzen eine, schwer, 7 von 10 würde ich sagen. Überdurchschnittlicher Smoothie, aber nicht für jedermann.
So würde ich es fast sagen. Wer bitter hasst, der wird den hier gar nicht mögen. Wer mit bitter klarkommt, der wird den auch mögen. Also von daher, 7 von 10, sehr rundes Ding. Guckt auf Novel Drinks. Findet ihr auch unten verlinkt und da geht's dann rund, da könnt ihr das Zeug bestellen. Und ja, das war's erstmal von meiner Seite. Bis dahin, tüdelü, bis nächstes Mal.